Ja, herzlich willkommen hier bei uns aus dem Trading Floor in Frankfurt und zu unserem heutigen Sendungsformat Team Trade. Und da wollen wir uns zum einen einen Überblick verschaffen auf die aktuelle Marktsituation, die wir haben. Ja, die Börsen sind in den letzten Wochen doch an sich relativ gut gelaufen. Wir haben zwischenzeitlich nach den starken Bewegungstiefs, gerade beim deutschen Aktienindex, bei 12.550 doch eine ordentliche Rallye nach oben durchgesetzt, mit dem Bewegungshoch aktuell roundabout knapp bei 14.500 Punkte auf der Oberseite. Und jetzt die alles entscheidende Frage: Geht den DAX-Bullen möglicherweise die Luft aus? Sehen wir hier vielleicht die nächsten Tage mal so eine kleinere Konsolidierung? Wenn ja, was kann man hier aus Sicht des Tradings möglicherweise dann für einen Trade umsetzen? Macht es mehr Sinn, abzuwarten und die Long-Seite zu präferieren? Oder möglicherweise auch hier das gute Chance- und Risikoverhältnis rauszupicken und entsprechend kurzfristig hier einen DAX-Put auf den DAX soweit zu handeln? Anschließend werden wir uns natürlich, oder auch zu Beginn, ein kleines Update auf die Meta-Plattforms, die wir ja letzte Woche sehr erfolgreich gehandelt haben und mit unter anderem auch einen Trade, den wir eröffnet haben. Und da geht es um die HelloFresh. Also lasst uns am besten direkt mal einen Blick auf den Monitor werfen. Fangen wir am besten an mit einem kleinen Marktupdate. Ihr erinnert euch, wir waren ja recht positiv gestimmt gewesen bei allen Indizes, auch bei vielen Einzelwerten. Die Nasdaq 100, die ist ja relativ gut gelaufen. Da hatten wir auch einen Index-Call gehabt, den wir entsprechend knapp mit 70% im Plus soweit abgeschlossen haben. Parallel dazu haben wir uns natürlich auch einige spannende Aktien rausgesucht. Dazu hat auch gehört, die Meta-Plattforms mit dem guten Chance- und Risikoverhältnis. Ihr erinnert euch, wo wir gesagt haben, okay, Kurse, die da um 188 Dollar notieren, könnten durchaus kurzfristiger Natur Richtung 205 Dollar rangeführt werden. Und entsprechend gibt es da noch einiges an Kurspotenzial auf der Oberseite, weil wir da entsprechend auch noch eine Kurslücke haben. Und die reicht bis knapp 300 Dollar auf der Oberseite. Das war uns jetzt natürlich schon vom Kursziel her deutlich zu viel, die 300 Dollar, weil wir ja hier bei Heavy Traders eher kurzfristig orientiert sind. Wir haben entsprechend die Meta-Plattforms auch mit Gewinn soweit realisiert. Und die 31% soweit mitgenommen. Und Meta Plattforms, die bleibt auch weiterhin bei uns hier auf der Watchlist. Sollte es da so nochmal Rücksetzer geben Richtung 205 Dollar, könnten wir uns durchaus vorstellen, auch da nochmal entsprechend einen Wiedereinstieg soweit zu suchen. Gut, dann kommen wir kurz zu einem kleineren Update. Es geht also um die HelloFresh, die wir letzte Woche soweit aufgenommen haben. Da hat sich bisher nicht wirklich viel getan. Aktuell knapp 3%. Wir waren schon am Freitag ein bisschen deutlich höher gewesen mit knapp 10%. Aber auch da werden wir dann um 14.15 Uhr nochmal näher darauf eingehen, was wir mit der HelloFresh tun, ob wir da noch weiterhin positioniert bleiben, ob wir den Stop eventuell anpassen und was da zwischenzeitlich durch den Marktkontext auch weitere Kursziele auf der Oberseite noch im Rahmen des Möglichen sind. Unser Team heute, wie ihr schon mitbekommen habt, ja, es geht um den DAX selbst. Da wollen wir auch hier strategisch die Zusammenhänge etwas genauer untersuchen. Wir hatten unseren letzten DAX-Trade ebenfalls auf der Call-Seite gehabt. Da wurden wir relativ kurz ausgestoppt mit roundabout knapp 80 Punkten, wo wir auch gar nicht so viel Spielraum gelassen haben. Unsere gesamte Performance auf unser Team-Trade-Konto entsprechend knapp 18% im Plus für den Monat März. Damit sind wir auch weiterhin sehr zufrieden und es hat sich auch ausgezahlt, dass man hier mit engen Stops arbeitet und versucht natürlich aufgrund des Chance- und Risikoverhältnisses auch gute Trades soweit rauszupicken. Ja, beim DAX selbst, da haben wir schon einiges gehandelt. Der letzte große Trade, den wir hier platziert haben, das war letztendlich auch hier Kurse um knapp 13.800 Punkte, wo wir dann entsprechend auch hier dieses starke Momentum auf der Oberseite gehandelt haben und auch bei selbst gab es den Trade zuvor, der roundabout knapp mit 95% plus soweit beendet worden ist. So, jetzt wollen wir uns natürlich den Team-Trade heute anschauen. Wie kann man das eventuell strategisch umsetzen? Übergeordnet muss man an dieser Stelle sagen, dass wir von dem Bewegungstief knapp bei 12.550 Punkte die besten Preise roundabout knapp bei 14.500 Punkte anvisiert hatten, wenn es hier stärker nach oben rausgehen sollte. So, jetzt sind wir da oben soweit angekommen und jetzt stellt man sich die Frage, okay, geht da möglicherweise in den DAX-Bullen die Luft aus? Werden wir da nochmal durch diese starke Bewegung, ich meine, das waren ja hier über 16-17% plus vom Bewegungstief, ob wir möglicherweise auch hier nochmal ein bisschen auskonsolidieren, so wäre das zumindest mal vom
Fahrplan Richtung 13.850 und eventuell von hier aus, dass wir dann erst wieder neue Bewegungshochs sehen könnten. Das heißt also, das Chance- und Risikoverhältnis aufgrund dessen, weil wir die 14.5 als besten Preis soweit anvisiert hatten und wir da auch aktuell im Moment stehen, also knapp bei 14.430, haben wir die Möglichkeit, mit relativ engen Stops zu arbeiten für einen DAX-Put, um möglicherweise auch hier die Ziele Richtung 13.850 soweit anzusteuern. Also das CRV, also Chance- und Risikoverhältnis, liegt in der Tat einfach besser anvisiert auf der Put-Seite, als dass wir da im Moment die Long-Seite favorisieren. Geht es natürlich über die 14.500 Punkte drüber hinaus, müssen wir damit rechnen, dass auch Kursziele Richtung 15.1 bzw. 15.300 Punkte machbar werden. So viel erstmal aus charttechnischer Situation. Ihr seht, das sind natürlich einige Informationen. Wir werden dann um 14.15 Uhr, wie gewohnt, hier bei uns in unserem hauseigenen Börsen-Livestream noch mal näher darauf eingehen, weil es doch schon natürlich einige Zahlen waren. Unterm Strich kann man festhalten, dass Kurse im DAX unter 14.500 eher leicht bärisch zu bewerten sind und eher auf der DAX-Put-Seite sprechen. Kurse über 14.5 könnte natürlich dann entsprechend auch hier nochmal einen ordentlichen Short-Squeeze heranführen, der dann das Potenzial hätte, auch den DAX Richtung 15.100 bzw. 15.300 Punkte nach oben zu katapultieren. Das dazugehörige Zertifikat, was wir jetzt erstmal rausgesucht haben, ist folgende Wertpapier-Kennnummer: Matadora, Zeppelin, Paula 2,4 und der Hebel, der liegt im Moment knapp bei 17,57. Das ist also ein DAX-Put. Und da haben wir uns überlegt, eventuell das Ganze mit einem Stop von 14.600 Punkte anzuvisieren. Aber alle weiteren Details, das werden wir dann um 14.15 Uhr soweit besprechen. Und im Plusbereich, falls es dazu einen Trade kommen sollte, werden wir natürlich dann entsprechend auch hier unsere Plusmitglieder soweit informieren. Das war es erst einmal. Schaltet auf jeden Fall rein um 14.15 Uhr. Bleibt dran, wir sehen uns. Bis gleich.